willkommen in diesem herrlichen Bierothaus der Gesellschaft der Ärzte. Also ich bin jetzt zum zweiten Mal in der Arena und jedes Mal aufs Neue denke ich mir, das ist wirklich sensationell der Rahmen. Da könnte man versuchen, viele wunderbare Dinge nützen. Heute wieder ebenfalls zu einem tollen, zu einer tollen Sache genützt, nämlich zur Verleihung des Doctors Communication Award 2012. Gerade in Situationen, wo Menschen krank sind, wo Menschen in Ausnahmesituationen sind, mein Wissen, und ich sage das, wie gesagt, als profane Juristin, mir geht es in zwei Situationen so. Das eine ist, wenn ich in die Sprechstunde bei meinem Sohn in der Schule muss, das war erledigt, der maturiert heuer, kommt man rein und glaubt gleich mal Matura. Und die zweite Situation ist ein bisschen im Spital. Wenn man als Patientin kommt, das kommt jetzt schon direkt rein, als Patientin, wo man auch so ein bisschen den Eindruck hat, hoppala, jetzt wird es eng. Und dafür ist Minimed eine ganz, ganz, ganz wichtige Einrichtung, die Gesundheitskompetenz zu stärken. Und lieber Seth, ich freue mich ganz besonders, dir jetzt die Ehrenpräsidentschaft zur Urkunde verleihen zu dürfen. Das ist auch das Besondere an Minimed, dass man sich genau auseinandersetzt damit, was kann ich tun, dass eine Kommunikation ermöglicht wird, dass sie auf gleicher Augenhöhe stattfindet, dass Angst abgebaut wird. Und diese Leistungen, die sie da erbringen, die kann man da nicht hoch genug bewerten. Und ich bedanke mich wirklich bei allen Preisträgern, aber auch bei allen, die diese Informationen und Vorträge an den 27 Standorten zustande bringen. Das ist das ganz, ganz Besondere und das ist wichtig. Neue Zugänge zur Sprache der Medizin möchte sie den österreichischen Patienten mit ihrem Engagement bei Minimed ermöglichen. Herzlichen Glückwunsch. Frau Professorin Deutinger, bitte. Ich nehme diesen Preis auch stellvertretend für alle Kolleginnen, die hier bei Minimed schon referiert haben. Und ich denke, dass die eine oder andere sicher auch den Preis verdient hätte. Ich bin sehr gerührt, dass ich das übernehmen darf. Danke. Eines muss ich vielleicht anfügen. Es würden diese schönen großen geraden Bilder auch zugestellt werden, falls jemand mit dem Smart da ist vielleicht. Ja, ich bedanke mich natürlich, nehme es gerne stellvertretend für alle Kollegen an und widme den Preis ausnahmsweise mal meiner Frau und meinem Sohn, weil ich bin halt wieder nicht daheim. Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für diese hohe Auszeichnung. Und möchte der ganzen Organisation von Minimed meinen Respekt zollen. Es war ganz, ganz rührend, dieses alles zu hören. Und ich möchte mich auch den Worten des Herrn Gesundheitsministers anschließen. Das Ziel ist, auf gleicher Augenhöhe zu kommunizieren und Schranken zu brechen. Und ich widme diesen Preis ebenso für meinen Kollegen, als ich das gleich meiner lieben Frau. Vielen herzlichen Dank. Sehr herzlich, hat mich sehr überrascht. Ich freue mich sehr, insbesondere für mein kleines Fach, für die HNO, die heute schon zweimal vorgekommen ist. Darauf führe ich auch die Auszeichnung vor allem zurück. Das Feld ist offensichtlich aufbereitet und ich durfte dann ernten. Und angesichts des Gewichts würde ich aufs Zustellen zurückkommen, weil so wie das Fach ist, auch mein Motorroller ein bisschen zu klein für das Fach. Den Gutschein nehme ich aber mit, weil der passt rein. Danke. In der Aula unserer Universität steht ein Spruch von Paracelsus: Der höchste Grund der Arznei ist die Liebe. Wenn man das heute übersetzen würde, würde man wahrscheinlich übersetzen: Der höchste Grund der Arznei, was wir als Ärzte unseren Patienten zugutekommen lassen, ist Kommunikation und emotionale Zuwendung. Und das ist, glaube ich, etwas, wofür Minimed eine wunderbare Plattform darstellt. Ich wünsche Minimed viel Erfolg und bedanke mich ganz herzlich für diesen herrlichen Preis. Danke sehr. Sie also sind der beste
beste Kommunikator der österreichischen Ärzteschaft, und nachdem, wie Sie das jetzt wunderbar gerne vorgetragen haben, weiß man auch warum. Vielen herzlichen Dank und Gratulation nochmals.